Und wir freuen uns, ein weiterer Neuzugang ist da, Dejan Bosic, und wir wollen ihn kennenlernen und das machen wir jetzt auch. Herzlich willkommen in Offenbach, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, und erzähl uns, wie ist das gekommen, wie kam das, dass du jetzt hier beim OFC bist? Ja, der Sobo hat mich kontaktiert und mich angerufen, hat bei mir nachgefragt, wie es bei mir aussieht, ob ich nicht Lust hätte, hier zu spielen. Und dann habe ich, also das ging auch nicht lange, relativ schnell, für mich eine klare Entscheidung, auch für meine Frau, was das angeht. Ja, deswegen haben wir uns relativ schnell dazu entschieden, dass wir das schnell machen. Wie es dazu kam, wie es halt so momentan ist, habe ich ja gerade gesagt, dass der Sobo mich angerufen hat. Und ihr musstet ja auch nicht lange suchen auf der Landkarte, wo ist Offenbach. Erstens weiß man das grundsätzlich und du weißt es ganz besonders. Warum? Ja, ich habe hier das öfter mal gegen den OFC spielen dürfen. Das waren immer schöne Momente. Ja, jetzt für uns Gegner natürlich nicht so schön, weil der Pott dann hier brennt, der Berg, sage ich mal. Ja, aber deswegen war es für mich umso schöner, dass so ein Verein für mich Interesse gezeigt hat. Erzähl uns ein bisschen über deinen Werdegang und mit wem hast du hier gespielt? Also fangen wir vielleicht ganz vorne an. Wie ist das gelaufen bei dir? Ja, ich fange jetzt nicht an, wo ich klein war, sondern wo ich jetzt schon im Herrenbereich gespielt habe. Mit Freiburg 2 bin ich hier das erste Mal aufgetreten. Damals war noch Rico Schmidt Trainer, den hatte ich ja jetzt noch in Meppen. Der hat auch immer unbewusst zwar, aber immer sehr positiv über den OFC gesprochen. Deswegen war das für mich nochmal umso schöner zu wissen, wie es hier ist in Offenbach. Ja, und dann ging meine Karriere nach Koblenz und dann nach Waldorf. Ja, und deswegen weiß ich, wie das hier ist, wenn man gegen den OFC spielt. Und ja, wenn du hier gespielt hast, dann hast du ein bisschen die Atmosphäre kennengelernt und da hast du gesagt, das könnte ich mir schon auch vorstellen, da will ich auch mal spielen, oder? Hast du denn hier getroffen? Bist du denn hier noch sozusagen mit guter Erinnerung raus oder ja, wie war das? Naja, oft Erfolge habe ich hier nicht gefeiert. Aber so wie du es gerade gesagt hast, es ist schon schön, wenn man hier spielt. Natürlich als Gegner nicht so schön, weil ja, man hat immer Druck als Gegner. Man weiß, da stehen ein Haufen Leute und man freut sich jetzt auch nach diesen schwierigen Jahren mit Corona, dass die Leute endlich wieder ins Stadion dürfen. Und ja, wenn ich jetzt für den OFC spielen darf, umso mehr, dass dann hier hinten hinter mir die Kurve steht und uns nach vorne peitscht. Ja. Wo werden wir dich denn auf dem Feld wahrscheinlich sehen? Also wo siedeln wir dich denn an? Ich denke vorne drin im Sturm. Ist das so der klassische Stoßstürmer oder wie müssen wir uns dein Stürmerspiel vorstellen? Ja, ich bin jetzt nicht der absolute Stoßstürmer. Klar bin ich oft ja gerne in der Box, weil ich auch gerne Tore machen will. Aber ich bin auch einer, der ein bisschen über die Geschwindigkeit auch kommt. Ich kann links und rechts relativ gut schießen, sage ich jetzt mal. Mein Kopfballspiel ist auch nicht so schlecht. Und jetzt kennst du vielleicht auch schon den einen oder anderen Spieler, weil du ja hier schon des Öfteren mal gespielt hast. Gab es denn vielleicht auch der ein oder andere, mit dem du schon hier zusammengespielt hast? Ja, zusammengespielt habe ich mit dem Davutuma in Chemnitz. Und gegen Flauder durfte ich schon spielen. Ja, und den einen oder anderen hat man auch mal auf Malle gesehen, beziehungsweise durfte man auch mal hier gegen den einen oder anderen noch mal spielen. Und ja, was hast du dir so vorgenommen jetzt hier in Offenbach? Was soll passieren? Ja, ich versuche natürlich mit meinen Toren der Mannschaft zu helfen. Ich muss mich in die Mannschaft einfügen, weil die Mannschaft steht ja schon und ist ein fester Bestandteil. Und wenn man da als Neuzugang kommt, muss man sich dem auch anpassen und versuchen, sein Spiel ein bisschen mit reinzubringen. Und ich hoffe, dass das klappt für mich. Und umso schöner wäre es dann, wenn es dann erfolgreich ist. Du kommst ja im richtigen Augenblick, denn ganz bald sollen ja die Zuschauer, denke ich und hoffe ich, doch wieder zugelassen werden. Und das wäre so recht nach deinem Geschmack. Ja, absolut. Wie gesagt, das ist natürlich war das alles schwierig mit Corona, aber umso schöner ist es dann, wenn die Leute wieder da sind. Weil Gesundheit geht vor, ja, auch wenn es uns allen auf die Nerven geht mit der Pandemie. Aber ja, man sieht ja, wie schnell das leider gehen kann. Und Gott sei Dank, ich sage jetzt nicht im Ende, aber es geht voran, langsam voran und das ist umso schöner. Würde ich sagen, herzlich willkommen in Offenbach nochmal. Vielen Dank, ich freue mich.